Da war der erste Routenpunkt die Personenwaage und da stand jetzt jemand drauf in voller Tauchermontur, weil Taucher ist die 16 und das war 001110. Ja. Und der hat lose gezogen, hat aber eine Niete erwischt und die Niete ist die 21, die 010001 und daneben war die Klopapierrolle und da saß ein Berufskiller drauf und hat die Geldscheine aus der Klopapierrolle gezogen. Ein Berufskiller, genau. Mafioso. Wie endet diese Geschichte? Hat die Geschichte ein gutes Ende oder gibt es Tote? Das wollte ich nur noch mal abfragen zum Schluss. Die Geschichte endet ganz nett. Man weiß ja nicht ganz, wie es ausgeht. Also der letzte Punkt war, dass Harald Schmidt seine Kette umnimmt und damit die wie ein Lasso auswirft. Olli Pocher. Ja, da war die Geschichte ja zu Ende. Da weiß ich nicht mehr, wen er eingefangen hat. Olli Pocher. Es war Olli Pocher. Vielen Dank. Großartig. So. Jetzt haben wir noch ein anderes schönes Experiment vorbereitet. Das lege ich noch mal weg. Das wird dann hier am Ende die Königsdisziplin. Telefonnummern. Ist es schwierig, sich Telefonnummern einzuprägen? Abends in der Kneipe könnte das ja von Vorteil sein. Johannes, schwierig? Ja, na, was heißt schwierig? Wenn man, wie schon erklärt, dieses System benutzt, dann geht das eigentlich, die Telefonnummern sich einzuprägen. Ja, kann man mal schnell abspeichern. Mhm. Braucht man nicht im Handy eintippen. Für 4 Telefonnummern bräuchtest du wie lange? Wir versuchen es mal in einer Minute. Vielleicht klappt das jetzt. Das klingt relativ einfach. Klingt erstmal relativ einfach, aber... Ist das für jemanden wie mich zu machen? Probieren Sie es einfach mal aus. Okay. Ja, lachen Sie ruhig. Schauen Sie mal. Wer hat gelacht? Sie da oben haben gelacht. Schauen Sie mal. Genau gehört. So. Sie kontrollieren, dass er nicht vorher umdreht, ja? Alles klar. Nee, nee, nee. Ach so. Dann, Sie haben gleich eine Minute Zeit, wenn die Zeit läuft. Ich komme danach noch mal vorbei. Wer möchte noch? Wer ist gut? Sie möchten? Ja. Gut. So, Sie auch erst mal umdrehen. Wer möchte noch? Telefonnummern? So, gut. Einen behalte ich selber. So. Johannes, bereit? Eine Minute Zeit. Hier sind deine Telefonnummern. Sie zu Hause können es auch machen. Versuchen Sie es einfach mal. Zeit läuft. Oh Mann. Boris, gibt's einen Trick? Ich scheitere schon bei der ersten Vorwahl. Man braucht halt schon die Vorbereitung, dass man die Bilder einmal macht. Wenn man die Bilder jetzt nicht drauf hat, wird es schwierig, das sofort anzuwenden. Auch für Sie, Publikum, jetzt noch genau 30 Sekunden. Der Herr oben im blauen Hemd, dann legt das wieder weg. Noch 20 Sekunden. So, noch 10 Sekunden. Und damit ist die Zeit um. Ja, das hat gereicht. Ja. Ja. Jetzt wieder leider das Spiel mit der Brille. Sie haben es weggenommen? Gut. Sie auch? So. Eine Sekunde probieren. Erstmal, was der Gedächtnismeister kann. Entschuldigung. So. Kein Problem. So geht das. So. Nein. Ich habe es genau gesehen. So, ich nehme ihn das sofort weg. So, danke schön. Einsammeln. So, Johannes. Und bitteschön. Genau, 0251. Dann 298. Wie geht's weiter mit 5247? 017. 0171. 3. 904. 904253. Dann kommt die 017. Was, 017? Ja, 01761. Dann geht's weiter. 634. Mhm. Und dann die letzte ist die 0431. 653 9843. Sensationell. Thank you.
Also, Brille abnehmen, Entschuldigung, Brille abnehmen. Ich war schon so konzentriert auf den Herrn mit dem blauen Hemd. Ich brauche keine Brille, ich habe eine. Ja, ja. Haben Sie es geschafft? Ich glaube nicht. Ich bin kein Profi. Möglicherweise eine. Aber wie haben Sie es denn versucht, sich das zu merken? Ich konnte mir keine Bilder vorstellen, weil das wäre so kompliziert, weil ich habe keine Schwiegermutter im Schlafzimmer und dergleichen. Und und auch keine Perlenkette, um sie einzufangen. Aber ja. Halten Sie noch mal hoch, dann könnte ich das genauer sagen. Versuchen Sie es doch mal. Versuchen Sie es doch mal. 0254-29-39-547. Also ich sag mal, da waren ein paar Ansätze dabei. Ja, das ist doch in Ordnung. Ja. Vielen Dank. In der zweiten Reihe wäre 0170. Nee, 1, Entschuldigung. So. Aber gut, nein, ich weiß es wirklich. Gut, liegt dann in diesem Sinne. Wie war es bei Ihnen? Rudimentär, ja, also. Und zwar so in Zweier-Dreier-Schritten, wie ich das aber sonst auch immer mache. Zweier-Dreier-Schritte, wie Sie es sonst auch immer machen? Ja, um mir Telefonnummern zu merken zum Beispiel. Oder Kontonummern. Also das ist Ihr Trick? Sie, ja, Sie packen ich mache das zusammen? Immer in Dreier-Schritte. In Dreier-Schritten, also in Hundertern praktisch. 3,53, 5,92, 8,92, so ungefähr. Also dann versuchen Sie es doch einfach mal. Sagen Sie mal eine Zahl. 0431 6935 841 war, glaube ich, die letzte. 0431 65 39 843. Ach ja, also zwei kleine Zahlendreher, aber da waren ein paar Ansätze dabei. Ansätze da, okay. Johannes, das war großartig. Warum tun Sie uns so schwer, solche Zahlen zu merken? Weil sich Zahlen einfach als Zahl schlecht merken lassen. Das heißt also, man muss wieder versuchen, sich diese Bilder vorzustellen, weil man sich Geschichten einfach besser merkt als Zahlen. Was war deine Geschichte jetzt zum Beispiel zur Zahl 0171-3904253? Da war eine Tischtennisplatte. Auf dieser Tischtennisplatte war ein Pissoir. Und die 253 ist zufälligerweise wirklich jetzt ein Strohhalm. Den Rest, den können Sie sich, glaube ich, dann... Ja. Tischtennisplatte, Pissoir und Strohhalm. Da kann man sich dann eine schöne Geschichte draus machen. Ja, verstehe. Gut. Nächstes großes Projekt, Weltmeisterschaften in Bahrain. Ja. Genau. Ja, wir werden jetzt von Deutschland aus mit ungefähr 5 oder 6 Teilnehmern dabei sein. Mhm. Die sind jetzt auch alle aus dem gleichen Verein wie wir. Das heißt, wir werden uns zusammen darauf vorbereiten. Von Memory XL aus und dann stellen wir die deutsche Juniorenmeisterin, vielleicht kommt auch der deutsche Kindermeister mit und dann noch ein paar Erwachsene. Und dann der deutsche Kindermeister, wie alt ist der? 9. 9? Genau, der hat sich zum Beispiel auch eine Binärzahl mit 240 Stellen gemerkt in 5 Minuten. Mit 9 Jahren? Ja. Oh. Und ja, dann werden wir mal gucken, was da geht. Letztes Jahr ist er auch ein deutscher Weltmeister geworden und den Anspruch, das zu verteidigen, haben wir natürlich. Also, wir drücken die Daumen. Danke. Johannes, alles Gute und Glückwunsch doch mal nachträglich. Vielen, vielen Dank für euren Besuch hier. Dankeschön. Ja, und jetzt schon wieder so ein Wort, von dem ich mich gerade frage, wie man sich das denn vielleicht mal merken könnte. Acetaldehyd. Acetaldehyd. Da müsste man wieder versuchen, ein Wort zu machen. Acet, der erinnert mich an Aceton. Ja. Und Aldehyd, Al ist das Weltall. Ja. Und Dehyd, der Hut. So, und dann hätte man ein paar Wörter und die müsste man wieder zu einer Geschichte zusammenführen. Also Acetaldehyd. Gut, haben uns jetzt so gemerkt, das ist zumindest der Stoff, der Deutschlands Verbraucher gerade ein bisschen unruhig macht, denn der steckt in Plastikflaschen und gilt tatsächlich als krebserregend. Hintergrund ist eine groß angelegte Untersuchung der Stiftung Warentest zum Thema Wasser. Und es gibt einen, der sich mit diesem Thema auskennt in Deutschland wie kaum ein zweiter.